Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Force Unleashed. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und danke auch für euren Support auf die letzte Folge, Leute. Durch diesen habt ihr es nochmal zustande gebracht, dass wir nochmal eine Folge machen. Wisst ihr, wie es läuft? Immer wieder großes Dankeschön an alle Supporter. Und wir schnetzeln uns jetzt hier durch. Denn wir müssen jetzt Leia's Daddy retten. So, die wollen ja auch Stress, die sind ja nicht auf meiner Seite, deswegen kriegt ihr einfach mal auf die Fresse, du auch noch, so, zack. Kurz auch nochmal eine über die Rübe bekommen. Oh nein, okay, auf diesen Dachen darf ich nicht laufen, das ist nichts gut für mich. Er blockt einfach alles, er ist der beste Sturmtruppler der ganzen weiten Welt. Boah, ich habe auch keine Lust, immer jeden Einzelnen wegzuklatschen, das ist auch auf Dauer irgendwie ein bisschen mühselig, oder? Apropos mühselig, warte mal, langsam ernährt sich das Eisschild. Wir haben noch Upgrades. Wir haben noch Upgrades, Leute, vom letzten Mal. Ja, Machtgriff. Machtschub. Rückstoß. Ja. Machtkombos haben wir. Was haben wir denn da? Schönes. Sis. Schwerthieb. Und. Fokus. Oh ja, nehmen wir das. So, zack, raus. Und dann fighten wir uns mal da weiter lang. Na Jungs. Oh nein. So, kurz warten. Da kriegt er ein paar Schüsse in den eigenen Rücken von seinen Homies. Er sieht mich nicht. Siehst du mich nicht? Jetzt hat er mich gesehen. Du bist so dumm, einfach nur. Du bist so hohl und tschüss. Machen wir es einfach so. Schmeckt dir das? Bam, Junge. Oh oh. Oh oh. Oh, immer diese ATS, die sie einfach mal runtergeschossen werden. Kein Problem, mir wird der Weg abgeschnitten. Warte, wo schießt der denn drauf? Ey! Was soll das? Ich glaube, es hackt hier. Alles klar, weiß Bescheid. Okay, Entschuldigung. Entschuldigen Sie. Schmeckt ihr das? Boah, Junge, meine Machtblitze sind so stark einfach. Wie die da rausgefallen sind. Was soll denn das? Moment mal eben. Den lasse ich aber nicht leben, weil er mir auf den Sack geht. Bis zum geht nicht mehr. Dum, da, dum. Rotzel, Bruder! Nein! Ich war noch im... Ach, ich war doch noch beim Schlagen, Mann. Das sieht so geil aus, wie die scheiß Sturmtruppler da rausplumpsen. Warte mal, komme ich nicht von hier? Ja. So, du dämliche Scheiß. Was hat mich da zurückgeschleudert? Schmeckt dir das, du dumme Pflanze? Du bist so dämlich, einfach nur. Anstatt einfach in Ruhe zu wachsen und zu gedeihen, nein. Legt die sich einfach mit dem falschen Kollegen hier an. Warum wird eigentlich... Ist das eigentlich dieses Darth Vader-Theme oder wie heißt es? Oder ist es einfach nur das Sith-Theme?
Scheiße, kann auch sein. Warum wird das eigentlich die ganze Zeit abgespielt? Wir sind nur hier auf einer guten Mission. Gott, natürlich rutscht er hier überall runter, Mann. War hier noch einer? Ja, tatsächlich. Das ist aber... Er ist ganz komisch weggezwirbelt. Warte mal, muss ich das überladen? Okay, Moment mal eben. Kann ich hier rüber? Nee, kann ich nicht. Warte mal, wie geht denn das? Wie ging das nochmal? Muss ich einmal komplett rumlatschen, wa? Oh, oh, fuck, 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 aufpassen, nicht da in die Schlucht fallen. Und tschüss. Und tschüss. Hui! Lappen. Da rollt der eine noch dahin. Guckt euch das an, wie geil das ausgesehen hat. Okay, Moment mal eben. Ja, doch, hier sind wir, glaube ich, richtig. Ah, ja, ja. Oh, Scheiße, Mann. Oh, angetäuscht. Und fast dabei gestorben. Da stolpert die Sau. Hau sie kaputt. So. Ja, da macht gar nichts Bumm. Da macht es einfach nur Bumm in deinem Kopf vielleicht. Aber auch nicht. Ich spüre. Ich kann das Leid dieser Kreatur spüren. Es ist schrecklich. Könnt ihr vielleicht den Schmerz der Kreatur irgendwie lindern? Könnt ihr die Kräne zerstören, die sie festhalten? Ich kann es versuchen. Danke. So, das war Nummer 2. Immer diese kleinen Pisser am meisten aufbucken, ja? So, alles klar. Jetzt zur nächsten Station da drüben. Eine haben wir noch. Boah, wurden die Tentakel abgeschnitten? Ne? Das ist mir auch vorher nie so wirklich aufgefallen. Okay, ey, ruhig da oben, ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. So. Das wäre erledigt und jetzt zurück in die Mitte war das, glaube ich. Boah, immer schön aufpassen, Alter, dass ich hier nicht runterklatsche oder sowas. Durch irgendeine dumme Scheißbewegung. Eine Scheiße auf Kamera. Oh Gott. Ihr
vom unteren Verfügungsfaktor halten. Das ist sehr gefährlich. Okay. Hier runter, oder? Alter, jedes Mal, ey. Fuck, ich sterbe hier drinnen. Hä, wie konnte man nochmal da vorbei, ohne dass man eingesaugt wird? Einmal noch und ich bin tot wahrscheinlich. Ey. Oh, die Kamera, Alter. Oh, fuck, ich werde sterben. Die Kamera ist so beschissen, einfach nur. Ich werde sterben gleich. Seid ihr noch da? Wiederhole, versteht ihr mich? Ich bin hier, Juno. Oh, ist alles in Ordnung? Seid ihr verletzt? Ich werde es überleben. Gut, euer Signal ist wieder stark. Doch ich empfange mehr Lebenszeichen, die auf euch zukommen. Ja. Unser... Oh, shit. Kann ich das nicht einfach ignorieren eigentlich, theoretisch? Doch. Tatsächlich. Ja. Es bringt mir halt nichts. Also ich bin ja eh schon krass ausgepowert. Und jetzt jeden Rancor, der mir nicht mal was getan hat, so wirklich umbringen, ist ja jetzt auch nicht die allerfeinste Art, oder? Schmecken dir die Machtblitze? Ja, ist besser, oder? Mit ist besser, glaube ich. Das schmeckt dir doch mehr, so zack. Alles klar. Zeichen von Senator Organa? Noch nicht, aber erst in der Nähe. Der Rancor. Alles klar, alles klar. Der will's wiederum richtig mies wissen. Junge, meine Machtblitze sind einfach heftigst ausgepowert. Schon wieder ein Aufstieg, oh Mann, ich bin so krass einfach nur. Ey, mein Gott, Alter. Na, was macht ihr jetzt ohne euren Häuptling, ey? Nix, nämlich. Kleinen Kackgesichter. Immer diese Massen an Gegnern, die denken, ja, oh Junge, wir sind in einer Truppe. Wir sind 5 Mann, den machen wir platt. Aber dann rumheulen, wenn es auf die Schnauze gibt, oder? Senator Organa? Meister Kota schickt mich, um euch zu retten. Ich wusste, er bleibt im Kampf nicht lange fern. Doch ich dachte, er wäre wütend, dass ich nicht auf ihn hörte.
Ist er auch, aber er will euch wohl persönlich anschreien. Schnell. Shaktis Schülerin ist wahnsinnig. Der ganze Planet ist wahnsinnig. Wir sind nicht wahnsinnig. Wir haben nur die Kraft der dunklen Seite. Geht beiseite. Ich will euch nicht wehtun. Tu dir nicht. Er lässt es nicht zu. Ist ja süß. Und warum hatten wir jetzt gerade in der Cutscene urplötzlich ein blaues Lichtschwert? Oh! Er lässt es nicht zu. Plötzlich mischt die alte sich ein, ey. So, ich brauche eigentlich immer nur ausweichen und dann meine Machtblitze einsetzen. Lalalala, das Vieh ist so dumm wie Scheiße einfach. Aber die ganze Zeit nur warten, kann auch ein bisschen lange dauern, ne? Warum? Die Alte! Was denkt die sich eigentlich? Alles klar. Schlag mich doch wieder auf den Boden, sobald ich aufgestanden bin. Oh mein Gott, ist das dumm. Oh mein Gott, ist das dumm. Alter, bin ich hier durch die Gegend geflogen. Hat er überhaupt realisiert, was er gerade getan hat? Das juckt ihn nicht. Wenn er auf mich zustimmt, ist vorbei. Oh ja, Alter, du kriegst richtig auf die Schnauze. Vergiss es, ich lass dich nicht mehr raus hier. Quatsch, Junge. Ah, die kann ich gar nicht bewegen. Ich mach die One-Hit platt. One-Hit wollte ich schon sagen. Wie heißt das nochmal? Perfect. Aber sie hat doch ein, zwei Treffer gesetzt. Ey, meine Machtblitze sind so heftig, ihr habt es ja gerade gesehen. Die hat keine Chance. Schön, ihr gewinnt. Der Senator gehört euch. Ihr müsst mich nicht vernichten. Die dunkle Seite versklavt euch. Ich täte der Galaxis einen Gefallen. Ich kann nichts dafür. Shakti ließ mich hier zurück. Dieser Planet ist böse. Er hat mich verdorben. Aber ihr könnt mich retten. Lasst mich einfach nur weg von hier. Lasst mich gehen. Ich kehre von der dunklen Seite ab. Diese
Sie erinnert mich an einen anderen jungen Jedi, der uns verraten hat. Ihr hättet sie nicht freilassen sollen. Glaubt ihr wirklich, sie ist frei? Das, was sie getan hat, bleibt ihr in Erinnerung. Für immer. Sauber! Leute, nächstes Level abgeschlossen. Nice. Offene Rebellion ist zu gefährlich, Meister Kota. Ich schulde euch mein Leben, doch... Ihr schuldet mir gar nichts. Ich sagte schon in der Wolkenstadt, ich kann nicht helfen. Nicht, seit ich erblindet bin. Er ist der Held. Das ist seine Rebellion. Helft uns, weil er euch darum bittet. Ihr seid der Erste, der gegen das Imperium zur Tat schreitet. Doch wir sind nicht für einen Krieg bereit. Wir brauchen Waffen, Raumschiffe und Leute mit Mut zum Kämpfen. Ich weiß nicht, wie viele sich uns anschließen werden. Doch, einige kennt ihr sicher. Nun ja, es gibt noch Senatoren, die sich gegen das Imperium äußern. Aber sie zu überreden... Wir müssen zeigen, dass das Imperium verwundbar ist. Lasst mich darüber nachdenken. Ich werde schon ein Ziel finden. In der Zwischenzeit, Senator, versammelt eure Freunde. Wir brauchen jede Hilfe. Master, der ist hier. Bekamt ihr meine Nachricht? Ja, die Mission verläuft gut. Ich habe weitere für die Sache gewonnen, doch ich brauche euren Rat. Sie wollen einen Großangriff gegen das Imperium. Die Herrschaft des Imperators beruht auf Angst. Du musst ein Symbol dieser Angst zerstören. Das Imperium baut Sternzerstörer über Raxus Prime. Diese Werft ist dein nächstes Ziel. Danke, Lord Vader. Es herrscht viel Konflikt in dir. Deine Gefühle für deine neuen Freunde werden stärker. Vergiss nicht, dass du mir immer noch dienst. Ich bin noch ungern hier. Ich glaube, er auch. Master. Juno. Ich wollte euch nur fragen, wohin ihr jetzt wollt. Aber es ist euch wohl schon gesagt worden. Juno, es ist nicht so, wie es aussieht. Doch, das ist es. Ihr seid Vader immer noch treu. Er nannte mich Verräterin und wollte euch vernichten. Doch ihr bleibt sein... Sklave. Warum habt ihr Vader getrotzt und mich gerettet? Ich brauchte jemanden, der das Schiff fliegt. Aber das stimmt doch nicht. Dass ich hier bin, hat nichts mit meinen Fähigkeiten zu tun. Schon bald entscheidet ihr das Schicksal der Rebellion, nicht euer Meister. Und wenn der Moment gekommen ist, denkt bitte daran, dass auch ich alles zurückließ, was ich je gekannt habe. Bitte. Lasst mich nicht noch ein Leben verlieren. Alles klar, Leute. Alles klar. Na gut. Dann würde ich sagen, drehen wir uns hier nochmal im Kreis. Und das war's für diese Folge. Wenn ihr Bock habt auf eine weitere Folge zu Star Wars Battlefront vor allen Dingen. Ich nehme so viel Battlefront auf, dass ich immer in diesem Star Wars Battlefront-Modus bin. Star Wars Force Unleashed natürlich. Wenn ihr Bock habt auf eine weitere, dann supportet das Ganze mit einer Bewertung. Ich würde mich sehr freuen. Danke dafür. Wir hören uns. Haut rein und tschüss.